Matinee im Grünen Lusthaus im Schlosspark in Laxenburg. Das ist schon eine Traditionsveranstaltung der Musikschule Laxenburg-Biedermannsdorf. Und so circa einmal im Monat, in den warmen Monaten eben, spielen Klassen der Musikschule ein Konzert oder eine Matinee von 11 bis circa 12:30. Und dieses Mal ist die Harmonikaklasse dran mit Harmonikaschülern von mir und Volksmusikensembles. Und es ist wahnsinnig nett, es ist echt eine Besonderheit, dass man in so einem wunderbaren Ambiente Konzerterfahrung sammeln kann. Also das ist für die Musikschüler und sowohl für mich als auch für die Musikschüler echt ein Geschenk. Ist man da schon aufgeregt jetzt so kurz vor einem Auftritt? Eigentlich nicht. Eigentlich gar nicht. Ich glaube, wir freuen uns alle drauf und ja, aber Aufregung ist, glaube ich, nicht so viel dabei. Unser erstes Stück heute wird der Heuderburmarsch sein. Jetzt ist die Frage, was heißt der Heuderbur? Die eine Bedeutung wäre, der hält die Herde zusammen, der Holz zusammen. Nachdem wir heute Vatertag haben, gibt es die zweite Variante, das ist der Bur, der zu seinem Vater hält, der Holz zu seinem Vater, also ein typisches Vatertagstück. Können Sie uns vielleicht sagen, warum Sie sich für genau dieses Instrument entschieden haben? Ja, also ich habe früher immer so gern Volksmusik gehört und die Idee stammt eigentlich von meinen Eltern, die mir gesagt haben, probier das einmal aus. Und wir haben nach einem Instrument gesucht, das für mich geeignet ist, für die österreichische Volksmusik speziell gedacht ist. Das Instrument der alpenländischen Volksmusik. Und es ist so besonders, weil man damit allein spielen kann, weil man total flexibel ist. Man hat Bass, Melodie, kann dazu singen, kann dazu auch tanzen, wenn man wollte. Und es ist aber gleichzeitig ein super Ensemble-Instrument. Also wir haben dann heute auch verschiedene Volksmusik-Ensembles und es ist einfach wahnsinnig vielseitig. Musik